Alles stand auf Messers Schneide. Nichts blieb, wie es war. Mutige Taten, fatale Irrtümer und geniale Entscheidungen änderten den Lauf der Weltgeschichte. An einem einzigen Tag, dem Tag X. 1683 hallt ein Schreckensruf durch Europa. Die Türken stehen vor Wien. Seit 61 Tagen belagern die Osmanen die Stadt. Für die Wiener scheint die Lage hoffnungslos. Nur die verbündeten Polen können Wien noch retten. Doch kommen sie rechtzeitig, um den türkischen Belagerungsring zu sprengen? Einverstanden. Gebt das Zeichen, wir greifen heute an! Österreich und sein Verbündeter, der polnische König Jan Sobieski, müssen angreifen. Sonst ist Wien verloren. Aber ihre Gegner, die Türken, sind gewarnt. Die Mine soll noch vor dem Abend gezündet werden. Allah wird unsere Feinde vernichten! Am 12. September 1683 setzt der Großwesir Kara Mustafa alles auf seine Mineure. Nur noch eine Mine und Wien fällt. Der sieht verdammt übel aus! Wir haben starke Verluste! Ja. Erstatten Sie Bericht! Wir können uns nicht mehr lange halten! Ich verlasse mich auf Sie! Dem historisch verbürgten Kundschafter Georg Michaelowitz bleiben nur noch wenige Stunden, um Hilfe zu holen. Sein Kommandant ist der Graf von Starhemberg. Er hat geschworen, Wien bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. Unter der Löbelbastei rollen türkische Mineure bereits Pulverfässer in eine Minenkammer. Kann die Zündung der letzten entscheidenden Mine noch rechtzeitig verhindert werden? Fällt Wien, dann steht den Osmanen das Tor zum christlichen Abendland offen. Allergnädigster Kaiser, ich war der Einzige, der sich in höchster Lebensgefahr getraute, Briefe durch das grausame Lager der Türken zu bringen. Georg Michailowitsch war Kundschafter des Kaisers. Er erzählt nach Augenzeugenberichten über den Tag, der Weltgeschichte machte. Am 12. September 1683 schwanden all unsere Hoffnungen. Den Mineuren der Türken war es gelungen, eine große Bresche in die Löbelbastei zu sprengen. Tag für Tag gab es Tote und Verwundete in unseren Reihen. Wir waren nur noch wenige gegen unsere Erzfeinde, die jeden Tag aufs Neue anstürmten. Einzig die Truppen der Heiligen Liga konnten Wien noch retten. In der Dunkelheit suchte ich verzweifelt nach einem Zeichen. Wo blieb das Entsatzheer, ohne dass wir verloren waren? Was macht der Kopfschuss, Euer Exzellenz? Danke, Michailowitsch, es geht schon wieder. Mehr Kopfzerbrechen bereiten mir die Minen der Türken. Wenn sie es schaffen, noch eine zu zünden, ist die Stellung nicht mehr länger zu halten und Wien steht ihnen offen. Und dann gnade uns Gott. Die Türken werden fürchterlich unter uns wüten. Mit Verlaub, Euer Exzellenz. Vielleicht hält man sie mit ihrem Turban... Ja, für einen Türken. Dann haben sie nichts zu fürchten. Ein gigantisches Heerlager mit 25.000 Zelten umschließt Wien. Die Wiener sind eingekesselt. Es gibt kein Entrinnen. Mit einem System aus Laufgräben haben sich die Türken oberirdisch bis an die Festungsmauern herangewühlt. Unterirdisch graben sie Tunnel, um mit Minen gezielt Breschen in die Befestigung zu sprengen. Das einstürzende Mauerwerk ist eine perfekte Rampe für den Sturm in die Stadt. 41 Minen hatten die Türken schon hochgehen lassen. Wie Kaninchen und Maulwürfe wühlten sie Tag und Nacht unter unseren Füßen. Jederzeit konnten sie eine neue Ladung zünden. Bereiteten die Türken schon die nächste Sprengung vor? Wir kamen auf eine so einfache wie geniale Idee. Um uns Gewissheit zu verschaffen, machten wir die Erbsenprobe. Sie tanzten. Irgendwo unter uns arbeiteten die türkischen Mineure.
Eine neue Sprengung stand uns bevor, aber wir wussten nicht wann noch wo. Starhemberg ließ eine Rakete in den Nachthimmel schießen. Sie war unser letzter verzweifelter Hilferuf an das Heer der Alliierten. Istanbul am Bosporus, das frühere Konstantinopel. 1453 hatten die muslimischen Osmanen die alte oströmische Kaiserstadt erobert. Es war erst der Anfang eines ungeheuren Expansionsdranges, der auch vor Europa nicht Halt machte. Jeder Sultan hatte bei der Thronbesteigung zu geloben: Beim goldenen Apfel sehen wir uns wieder. Für den Islam war die Welt zweigeteilt in die Welt der Moslems und die der Ungläubigen. Pflicht eines jeden Muslimen war es, die ganze Welt dem Islam zu unterwerfen. 1683 war Wien der goldene Apfel, den es zu erobern galt. Kızıl Elma bu Türk tarihinin çok umumi bir efsanesi. Der goldene Apfel ist ein Mythos in der türkischen Geschichte. Er beschwört den Eroberungswillen des Osmanischen Reiches. Zuerst war Istanbul, die alte Kaiserstadt Konstantinopel, für die Osmanen der goldene Apfel. Als sie Konstantinopel erobert hatten, wurde Rom der goldene Apfel. Dann Wien. Denn Wien gehörte zum Heiligen Römischen Reich. Dort residierten die Kaiser. Der Mythos vom goldenen Apfel hielt sich bis ins 18. Jahrhundert. Von Konstantinopel aus wollten die Osmanen ein großes Reich schaffen, wie es einst das römische gewesen war. Den Balkan und ungarische Gebiete hatten sie schon erobert. Ihre Ziele waren Oberherrschaft und Tribute. Den christlichen Glauben aber ließen sie den unterworfenen Völkern. Im Nadelöhr zwischen Alpen und Karpaten war Wien das Einfallstor nach Zentraleuropa. Diese strategische Schlüsselposition machte die Stadt zum Hauptangriffsziel der Osmanen. Schon 1529 hatte Sultan Süleyman das erste Mal Wien belagert. Er scheiterte. Im Juli 1683 begann die zweite Belagerung Wiens. Diesmal forderte Kara Mustafa das habsburgische Österreich heraus. Doch Kaiser Leopold I. hatte nicht nur die Osmanen zu Feinden, sondern auch Frankreich. Während des Dreißigjährigen Kriegs hat man dem Sultan Ehrengeschenke gemacht, damit es im Osten ruhig bleibt. Und im Augenblick, wo der Dreißigjährige Krieg vorbei war, hören die Ehrengeschenke auf, was auch für die Osmanen ein Zeichen war. An dieser Grenze wird es wieder unruhig werden. Und sie waren bereit, den Konflikt aufzunehmen und ihn sehr offensiv zu führen. Nach den Erfahrungen der ersten Türkenbelagerung wird Wien zu einer der modernsten Festungsstädte Europas. Palisaden und ein Wehrgang müssen überwunden werden. Ein Kranz von 12 Bastionen mit 16 Meter hohen Mauern soll die Stadt unangreifbar machen. Als zusätzliches Hindernis vor dem Hauptwall ein Graben, 20 Meter breit. Vorgeschobene Geschützstellungen, Ravelins, halten Angreifer auf Distanz. Von da aus kann die Artillerie das Vorfeld lückenlos unter Beschuss nehmen. Im September 1683 stehen 312 Geschütze auf den Mauern, aber gegen den unterirdischen Minenkrieg der Türken hilft das wenig. Die türkischen Maulwürfe unter unseren Füßen bereiteten eine neue Sprengung vor. Das war nun gewiss. Wir mussten jeden Moment damit rechnen, dass sie uns in die Luft jagten. Wir können uns nicht länger halten. Wenn die Allianz heute nicht angreift, sind wir verloren. Übergeben Sie dieses Schreiben dem Oberbefehlshaber. Ein Hilferuf in allerhöchster Not. Und Michailowitsch? Ja? Seien Sie vorsichtig. Zu Befehl. Aus der Zeit der Türkenbelagerung sind viele chiffrierte Briefe erhalten. Sie mussten durch die feindlichen Linien der Osmanen gebracht werden. Immer wieder gelang es Kundschaftern in orientalischer Kleidung, wie Georg Michailowitsch, überlebenswichtige Nachrichten zwischen der Stadt Wien und dem alliierten Heer zu übermitteln. Und dabei auch ganz nebenbei die Pläne der Osmanen zu erkunden. Aber
auch die Türken spionieren Wien aus. Sie wissen genau, wie die Festung angelegt ist, wo Kanonen stehen und wie viele und an welcher Stelle sie am besten das Bollwerk angreifen können. An der Burg- und Löbelbastei stehen sie seit 61 Tagen zum Sturm bereit. Aber nicht auf dem ungeschützten Vorfeld, sondern in Laufgräben nähern sie sich der Todeszone vor den Basteien. Die Türken greifen die beiden stärksten Punkte der Festung Wien an, die Löbelbastei und die Burgbastei. Sie tun das nicht von ungefähr, sie haben ihre guten Gründe, denn die anderen Teile der Festungsanlage sind zum einen von der Donau umgeben, zum anderen von einem wasserbespülten Wassergraben der Festung. Das heißt, sie hätten in diesen Gebieten ihre Minierungsarbeiten nicht so gut vorantreiben können, sie hätten nicht so tief graben können, um ihre Tunnel an die Festung heranzuführen. Türkische Kanoniere überschütten die Stadt mit einem Kugelhagel. Seit 7 Wochen wird erbittert um jeden Fußbreitboden gekämpft. Einem Verteidiger stehen 15 Türken gegenüber. 50 Sturmangriffe gab es bereits bis zum 12. September. Nur noch 4000 Verteidiger stehen gegen zehntausende türkische Soldaten. Die Elitetruppe der Janitscharen stürmt Tag für Tag durch die Laufgräben bis an den Fuß der Löbelbastei. Man kann sich die Situation in den Laufgräben vor Wien nicht mörderisch genug vorstellen. Nicht umsonst haben die Türken Christensklaven für Grabearbeiten eingesetzt, denn die Besatzung Wiens hat natürlich ihr Möglichstes getan, um die Arbeiten der Türken zu stören und zu behindern. Wie man überhaupt sagen muss, dass die Grausamkeiten im Kampf und die Zähigkeit der Verteidigung Wiens durch die Besatzung zeigen, dass der Kampf um Wien auch qualitativ etwas anderes gewesen ist. Starnberg verweigert zum Beispiel den Türken einen Waffenstillstand. Sie können ihre Leichen nicht aus den Gräben bergen. Die Luft muss völlig verpestet gewesen sein. Gefallenen werden Köpfe abgeschnitten. Man arbeitet buchstäblich mit allen Mitteln. Die Lage der Wiener war mehr als hoffnungslos. Tief unter dem Stephansdom zeugt davon eine Gruft. Sie wurde während der Türkenbelagerung zum Friedhof, denn die Begräbnisstätten lagen jetzt unerreichbar außerhalb der Stadt. In den Knochenkammern befinden sich noch heute die Gebeine tausender Toter aus der Zeit der Türkenbelagerung. Die eingeschlossenen Wiener hungerten, die Brunnen waren verseucht, die rote Ruhe wütete. Andere fielen den Kanonen und Gewehrkugeln der Türken zum Opfer. Vor allem traf es die Verteidiger auf den Mauern der Stadt. Es war die Dauer der Belagerung ein großes Problem. 16.000 Soldaten standen der Stadt als Verteidiger zur Verfügung, doch gegen das Ende der Belagerung waren nur noch etwa 4.000 bis 5.000 wirklich einsatzfähig, alle anderen waren gefallen oder verwundet worden. Auch in der Bevölkerung gab es große Verluste, weniger wegen der Beteiligung an der Kämpfe. Die Wiener haben sich nur sehr ungern am effektiven Kampf beteiligt, sondern vor allem auch durch die Seuchen, die in der Stadt herrschten und die viele Opfer kosteten. Wien war nicht länger zu halten. Des Nachts machte ich mich auf den gefährlichen Ritt durch das feindliche Lager. Es war die einzige Möglichkeit, das Hilfegesuch Starhembergs an den Oberkommandanten des Entsatzheeres zu überbringen. Die Streiter des Islam hielten Wache. Niemand von ihnen ahnte, dass ich auf der Seite der Ungläubigen stand, wie sie uns nannten, und geheime Nachrichten übermittelte. Es war ein riskantes Unternehmen, denn vor mir hatten sie schon 2 Kundschafter entdeckt und geköpft. Ich war für die Türken kein Unbekannter, und als Orient waren Händler mit ihrer Sprache und ihren Sitten bestens vertraut. Ja, Keller.
Ich brachte ihnen öfters Tabak, denn auch ihr Nachschub war ins Stocken gekommen. So konnte ich unbehelligt durch ihr Lager reiten, zum Entsatzheer der Verbündeten auf dem kahlen Berg. Fast 200.000 Mann lagern unter dem Halbmond vor Wien. Befehligt wird das osmanische Heer vom Großwesir Kara Mustafa. Er gilt als machtgierig und skrupellos und ist zu allem entschlossen. Die Wiener stellt er vor die Wahl. Übergebt ihr mir Wien, werden alle, vom kleinsten bis zum größten, geschützt werden. Weigert ihr euch aber, so werden wir euch erstürmen und alle, vom kleinsten bis zum größten, über die Klinge springen lassen. Die Wiener aber wollen sich lieber unter Ruinen begraben lassen, als kapitulieren. Doch können sie sich noch halten? Dazu kam, dass mit der Dauer der Belagerung die Sorge darüber, ob es wirklich einen Entsatz geben würde, immer größer wurde. Auch bei den Militärs war hier Unsicherheit vorhanden und gleichfalls die Sorge, dass auch die Vorräte entsprechend lange halten würden. Wien war kaum noch zu halten, aber Kara Mustafa hatte einen entscheidenden Fehler gemacht. Er verkannte die strategische Bedeutung der Wiener Höhen. Das gab der alliierten Armee die Möglichkeit, den Osmanen in den Rücken zu fallen. Mit 75.000 Mann in drei Heeresgruppen wollten sie angreifen. Doch in der Nacht zum 12. September sind die polnischen Truppen immer noch im Anmarsch durch den Wiener Wald. Ihre Verspätung gefährdet den strategischen Plan der Allianz. Die Einteilung in der Schlachtordnung hat natürlich auch mit praktischen Überlegungen zu tun. So stehen die Polen am rechten Flügel, weil man davon ausgegangen ist, dass die überwiegend aus Kavallerie bestehenden polnischen Kontingente in dem ihnen zugewiesenen Gelände würden leichter operieren können. Als ich im Hauptquartier der Alliierten auf dem kahlen Berg ankam, sah ich zu meiner Erleichterung, alle bereiteten sich auf die kommende Schlacht vor. Nun galt es, keine Zeit zu verlieren. Seid ihr der Herzog von Lothringen? Ja, bitte. Was gibt's denn? Eure Exzellenz, ich habe eine dringende Nachricht für den Oberkommandierenden des Heeres der Allianz. Es eilt. Ein Hilferuf in höchster Not. Der polnische König. Eure Exzellenz. Ich wurde an den polnischen König Jan Sobieski verwiesen, denn er hatte den Oberbefehl der Allianz. Graf von Steuernberg schreibt, Sie können die Stadt auf keinen Fall länger halten. Es ist nur noch eine Frage von Stunden. Dann sollten wir nicht mehr länger zögern und Wien das Zeichen geben, dass der kahle Berg in unserer Hand ist und wir noch heute zum Angriff bereit sind. Sie haben recht. Gebt Wien das Zeichen! Ein Zeichen der Hoffnung. Das Entsatzheer der Verbündeten steht endlich bereit. Mit vereinten Kräften soll der Belagerungsring um Wien gesprengt werden. In der Feldherrenhalle in Wien ist der Generalstab der Heiligen Liga versammelt. Aus dem Deutschen Reich haben sich die Kurfürsten von Sachsen und Bayern dem Bündnis angeschlossen. Auch Hermann von Baden beteiligt sich am Feldzug gegen die Osmanen. Aber Kaiser Leopold I. hält sich fern von Wien. Er hat Karl von Lothringen zum Feldherrn der Habsburger gemacht. Dieser kam auf die geniale Idee, die Türken von den Wiener Höhen aus anzugreifen. Aber nicht er erhält den Oberbefehl, sondern Jan Sobieski. Urheber des Schlachtplans ist letztendlich der polnische König Jan Sobieski. Der Plan entstand jedoch in Zusammenarbeit mit Karl von Lothringen, der bereits die Strategie für die Aufstellung der Heeresgruppen entwickelt hatte. Das Kommando über die verbündeten Armeen bekam dann Sobieski, weil er die größten Erfahrungen im Kampf mit den Tataren und den Türken hatte. Schon im Frühjahr 1683 hat der Österreich ein Bündnis mit Polen geschlossen.
Als die Türken vor Wien stehen, ist der Bündnisfall eingetreten. Nicht nur Baden, Bayern und Sachsen treten der Heiligen Liga bei, auch Venedig und der Papst unterstützen die christliche Allianz. Nur Frankreich nicht. Ludwig XIV. Hofft auf eine Schwächung der Habsburger. Versuche, Bündnisse der christlichen Staaten gegen das Osmanische Reich zustande zu bringen, gibt es eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert, die alle letztlich daran gescheitert sind, dass jeder Staat in Europa froh war, wenn es diesmal nicht ihm gegolten hat, sondern einem anderen Staat. Und außerdem hat man diesen Bündnissen auch ein bisschen misstraut. Daher ist es wirklich eine große Neuerung und eine sozusagen sensationelle Neuerung, als 1683 diese Heilige Liga zustande gekommen ist auf Vermittlung des Papstes Innozenz XI. Er sorgte für die Finanzierung des christlichen Feldzuges. Das Signalfeuer auf dem kahlen Berg ist den Wienern eine Hoffnung, den Türken eine Warnung. Sie müssen jetzt an zwei Fronten kämpfen, in den Gräben vor Wien und gegen die Truppen der Heiligen Liga in ihrem Rücken. Der 12. September ist der Tag der Entscheidung, auch für Karam Mustafa. Die Zeit des Angriffs ist gekommen. Wir werden diese Ungläubigen in ihre Hölle schicken. Zieht nur einen Teil der Truppen aus den Gräben ab. Die Janitscharen sollen die Stellung vor den Wällen halten. Die Mine soll noch vor dem Abend gezündet werden. Allah wird unsere Feinde vernichten! Noch in der Nacht des 12. September zieht Kara Mustafa seine Janitscharen aus den Laufgräben vor Wien ab. Doch nicht alle. Seine Berater widersprechen. Er solle die gesamte Elitetruppe dem alliierten Heer entgegenwerfen. Er solle die Streitkräfte konzentrieren. Doch der Großwesir will die Entscheidung nicht in offener Feldschlacht, sondern im Kampf an der Bresche und hält daher den Großteil der Janitscharen für den Sturm auf Wien bereit. Ihnen wurde von Kindheit an militärische Disziplin eingedrillt. Janitscharen sind außerdem todesmutig, weil sie nicht viel zu verlieren haben. Sie können keine Familie gründen, haben damit keine Kinder, sind eigentlich nur ihrem Korps verpflichtet und als solche eine eingeschworene Gemeinschaft von Elitesoldaten. Das sind alles Elemente, die diese Truppe zu einer besonders gefürchteten und besonders effizienten Einheit gemacht haben. Im Gleichschritt, Marsch! Nachdem ich den Hilferuf überbracht hatte, begann das Heer mit den Vorbereitungen zur Schlacht. Aber die polnischen Kontingente hatten immer noch nicht ihre Stellungen erreicht. Trotzdem machte Sobieski den Heerführern Mut. Meine Generäle, heute stoßen wir bis zum Lager der Türken vor. Und morgen werden wir die Entscheidung suchen. Wir werden die Türken überraschen. Sie haben sich in unsere Richtung nicht verschanzt. Wir werden also kaum auf konzentrierte Kräfte stoßen. Und da ich Ihre Tapferkeit kenne, bin ich guten Mutes. Meine Herren, erwarten Sie keine weiteren Befehle von mir. Gott wird uns führen. Wir sollten ihn gemeinsam um seinen Beistand bitten. Dann kam eine Nachricht, die alles beschleunigte. Eure Exzellenz, meine Offiziere melden den ersten Angriff der Türken. Gott sei mit euch. Am Morgen des 12. September stehen erst zwei Heeresflügel gegen die Osmanen und ihre vorgeschobenen Bataillone am kahlen Berg. Armeen kämpfen im 17. Jahrhundert generell in kompakter Aufstellung, in wohlgeordneter Aufstellung. Gegen die Türken legt man sozusagen noch eines nach. Man hat Angst vor der zahlenmäßigen Überlegenheit der Türken und vor allem von ihrer zahlreichen Reiterei und schließt sich daher meistens noch enger zusammen, wenn es gegen die Türken geht. Das heißt, noch tiefere Aufstellung. Man setzt vor allem auch auf die Feuerkraft, nicht so sehr auf die Blankwaffen, um sich durch geschlossene Feuerlinien sozusagen die Türken vom Leib halten zu können. Am 12. September wird der kahle Berg mit seinen Weingärten für den Heurigen zum Schauplatz der Weltgeschichte.
Ehe er in die Schlacht geht, lässt der tiefgläubige Sobieski frühmorgens noch eine Feldmesse auf dem kahlen Berg lesen. Auch die Allianz führt einen heiligen Krieg. Nicht für König und Kaiser, für Gott gehen wir in die Schlacht, hatte Sobieski am Morgen seinen Truppen verkündet. Karl von Lothringen ist zum Kampf gegen die Türken entschlossen. Mit seinen Einheiten will er den Kampf eröffnen, auch ohne die Polen. Mit nur wenigen Infanteristen stürmen die Kaiserlichen gegen die vorderen türkischen Linien. Im ersten Treffen gelingt es den Kaiserlichen unter Karl von Lothringen, die vorgeschobenen Einheiten der Türken bis auf ihre Hauptkampflinie zurückzudrängen. Doch dort steht ihnen das überlegene Heer der Osmanen gegenüber. Ohne das Heer der Polen war Wien nicht zu befreien. Das wusste man auch im Lager der Türken. Kara Mustafa musste Wien erobern, bevor Sobieskis Truppen in den Kampf eingreifen konnten. Auf meinem Rückweg in die Stadt suchte ich im Lager der Türken so viel wie möglich zu erkunden. Alles war in ungewohntem Aufbruch. Ich schnappte auf, dass auch die osmanischen Truppen der Belagerung überdrüssig waren. Aber Kara Mustafa hatte befohlen, weiterzukämpfen. Er wollte noch am heutigen Tage die Hauptmine zünden und dann den Generalsturm wagen. Alle schienen sicher, Wien würde heute genommen. Ich sah christliche Verbündete der Osmanen beim Morgengebet. Sie ließen sich segnen vor der entscheidenden Schlacht. Auch für mich bestand kein Zweifel. Heute würde so oder so die Entscheidung fallen. Die Stärke des osmanischen Heeres ist in einer Musterungsliste enthalten. 168.000 Soldaten stehen vor Wien, aber mit nur 5 Mörsern und 112 Kanonen leichteren Kalibers. Deshalb setzt Kara Mustafa nicht auf die Artillerie, um den Weg in die Stadt freizuschießen. Er baut auf seine Minierer. 5.000 an der Zahl. Durch den Ausbau und die Modernisierung von Festungen war es aber bald nicht mehr möglich, dass man alleine mit Belagerungsartillerie diese Breschen schießen konnte. Wien galt als eine der modernsten Festungen in Europa und dementsprechend musste auch ein anderes Kampfmittel zum Einsatz kommen. Die Osmanen galten insbesondere im 17. Jahrhundert als die Fachleute, was den unterirdischen Minenkrieg betraf, und sie setzten dieses Kampfmittel auch vor Wien erfolgreich ein. Die Türken graben sich unter dem äußeren Festungsring durch und sprengen die vorgelagerten Basteien. Mit jeder Mine kommen sie dem Hauptwall näher. Ein ganzes System unterirdischer Gänge treiben die 5000 Mineure voran, um unter den Festungsmauern Minenkammern anzulegen. Im ganzen Abendland hatte man ungeheuren Respekt vor den osmanischen Minenlegern, den Spezialisten im Krieg unter der Erde. Gegen ihre Minen gab es so gut wie keine Gegenwehr. Wo und wann eine neue Ladung hochgehen würde, war unberechenbar. Die Wiener fürchteten, eine weitere Sprengung könnte ihr Ende sein. War ihre Furcht begründet? Hätte eine weitere Mine am 12. September tatsächlich den Kampf um Wien entscheiden können? Sprengstoffexperten versuchen das in einem Test mit 50 Kilogramm Schwarzpulver herauszufinden, wie es die Türken vor Wien zum Einsatz brachten. Was konnten die Mineure unter den gewaltigen Festungsmauern mit der Mischung aus Kohle, Schwefel und Salpeter überhaupt ausrichten? Für den Test wird die Sprengladung in der Erde vergraben.
Statt mit einer Lunte wird das Schwarzpulver im Test elektronisch gezündet. Nur 50 Kilogramm Schwarzpulver führen zu einer gewaltigen Explosion. Ein Krater entsteht. Er wird vermessen. Aus der Tiefe und dem Durchmesser können die Experten die Explosivkraft des Schwarzpulvers errechnen. Ausgehend von Festungsbauwerken des 17. Jahrhunderts mit Mauerhöhen von ca. 25 Metern und Mauerbreiten von ca. 3 Metern wurden Explosivstoffmengen von ca. 500 bis 1000 Kilogramm benötigt, um ein Mauerwerk zu zerstören. Das Ergebnis des Versuchs? Tatsächlich hätte eine weitere Mine ausgereicht, um Wien sturmreif zu sprengen. Die Stadt war am 12. September in allerhöchster Gefahr. Bei meiner Rückkehr stand die Löbelbastei unter heftigstem Beschuss. Hören Sie, Michailowitz, es sieht übel aus. Wir haben starke Verluste und können uns nicht mehr lange halten. Sehen Sie den Killer nach. Wie weit unsere Männer sind. Unterstanden Sie den Bericht, ich verlasse mich auf Sie. Hier, los. Hey, hey, geht nach vorne und haltet die Stellung. Macht schon! Unsere Männer gruben einen Tunnel, um den türkischen Mineuren das Handwerk zu legen. Die Verteidiger versuchen, die Türken mit ihren eigenen Mitteln zu bekämpfen. Auch sie treiben Gänge voran, in der Hoffnung, auf die Minenkammern zu stoßen, ehe die Türken die Ladung zünden können. Im Tunnelkampf Mann gegen Mann hatten es die Wiener schon einmal geschafft, eine Sprengung zu verhindern. Wird es ihnen am 12. September ein zweites Mal gelingen? Anfänglich hatten wir die türkischen Mineure abfällig Maulwürfe genannt. Jetzt waren wir selbst zu Maulwürfen geworden. Das Schicksal Wiens hing davon ab, ob es uns gelingen würde, die Mine rechtzeitig zu entdecken. Hört auf! Still, still! Wir mussten ganz nah an sie herangekommen sein. Sie rollten schon Fässer mit Schwarzpulver in eine vorbereitete Minenkammer. Uns blieb keine Zeit mehr. Stahlenberg musste informiert werden. Wenn es ihnen gelang, die Mine zu zünden, waren wir verloren. Dann hatte auch das Heer der Allianz keine Chance mehr, Wien zu befreien. Sie hatten recht, wir sitzen auf einem Pulverfass. Wir wissen noch nicht wo, aber wir graben weiter. Jede Minute zählt. Auf dem Schlachtfeld kämpfen sich unterdessen zwei Heeresgruppen der Allianz bis zur feindlichen Hauptkampflinie vor. Aber erst gegen Mittag erreicht die Armee der Polen ihre Stellung. Kann sie den Verlauf der Schlacht noch ändern? Oder ist es zu spät? Ein türkischer Augenzeuge beschrieb das Erscheinen der 14.000 polnischen Reiter mit ihren geflügelten Panzerrüstungen. Sie tauchten auf wie Gewitterwolken, starrend vor Erz. Es war, als wälze sich schwarzes Pech bergab, das alles, was sich ihm entgegenstellte, erdrückt und verbrennt. So griffen sie an, mit der eitlen Absicht, die Streiter des Islam niederzumachen. Doch der Artillerie der Türken gelingt es vorerst, den Angriff der polnischen Kavallerie zu stoppen. Die Polen, auf denen sämtliche Hoffnungen ruhen, müssen sich zurückziehen und neu formieren. Alles ist wieder offen. Für Kara Mustafas Mineure wird es höchste Zeit. Noch vor dem Abend muss ihre Mine hochgehen. Sie vermauern bereits die Minenkammer.
Die Explosion soll nach oben, nicht nach hinten gehen. Damit ist die Mine scharf. Hier ist was. Die Lampe. Komm her. Hier durch. Am 12. September stand alles auf des Messers Schneide. Würde die Mine hochgehen, würde der goldene Apfel, die Kaiserstadt Wien, in die Hände der Türken fallen. Dann stünde ihnen das Tor nach Mitteleuropa offen. Dafür hatte Kara Mustafa alles auf eine Karte gesetzt, auf die Mine unter der Löbelbastei. Aber seine Strategie ging nicht auf. Hier ist was. Komm her. Hier. Ja, hier durch. Hier. Meine Männer riefen mich. Sie hatten endlich die Mine geortet. Die Lunte brannte schon. Wir hatten keine Sekunde zu verlieren. Oh, schnell, beeil dich. Einen von uns schickten wir in die Minenkammer. Im letzten Moment gelang es ihm, die Mine zu entschärfen. Wien war gerettet. Doch an der Bresche tobte der Kampf immer noch mit voller Härte. Wie sieht's aus? Die Mine ist unschädlich. Gut gemacht, danke. Die Fahne soll den Soldaten Kara Mustafas Ansporn sein. Er will jetzt den Sieg in offener Feldschlacht. Die Feldkommandanten der Allianz sollen erst am nächsten Tag die Entscheidung suchen. Aber jetzt fühlen sie sich von der Fahne herausgefordert. Und Feuer! Endlich stehen alle Einheiten der Allianz den türkischen Linien geschlossen gegenüber. Die gesamte christliche Streitmacht geht zum Generalangriff über. Attacke! Vorwärts! Auch Sobieski will jetzt die Befreiung Wiens noch am 12. September. Seine gepanzerten Reiter stürmen in breiter Front und überrennen die Linien der Osmanen. Die Polen wenden die Schlacht am Kahlen Berg. Kara Mustafas Strategie geht nicht auf. Die Türken scheitern am Zweifrontenkrieg. Die türkische Armee war zwar technisch gut ausgerüstet, aber Kara Mustafa war kein brillanter Militär. Und in seinem Generalstab war man sich nicht über die Strategie einig. Letztlich erwies sich, die Heilige Allianz hatte mit dem polnischen König Sobieski den besseren Oberbefehlshaber. Das wurde bei der Belagerung Wiens zum Schicksal für das Osmanische Reich. Am frühen Abend ist die Schlacht am Kahlen Berg entschieden. Trotzdem versuchen die Türken hartnäckig, ihr Lager gegen den Ansturm der Polen zu verteidigen. Als nun die Streiter des Islam sahen, wie der Feind stürmend vordrang, da schwand jedem die Lust zum Kampf. Völlig verstört über die fürchterliche Niederlage, die durch den allerhöchsten Willen Allahs eingetreten war, nahm Kara Mustafa die heilige Fahne des Islam und wandte sich zur Flucht. Kämpfend, fechtend und blutige Tränen vergießend, suchte jedermann sein nacktes Leben vor den Schweinen der Ungläubigen zu retten. So schildert ein türkischer Augenzeuge das Ende der Kämpfe. Am Abend des 12. September 1683 ist die Schlacht gewonnen. Wien befreit.
bei Gott, nie hat es so einen Triumph gegeben. Nie hat ein Sieg von solcher Bedeutung so wenig Blut der Unsrigen gekostet. Und nie hat sich eine Besatzung tapferer gehalten als diesmal die Wiener. Das Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien. Hier sind alle Dokumente aus der Zeit der Türkenbelagerung aufbewahrt. Welche Folgen hat der 12. September 1683 für die Geschichte? Mit diesem Tag geht die Herrschaft der Osmanen in Europa ihrem Ende zu. In einem Dokument wird ihre endgültige Niederlage besiegelt: der Friede von Karlowitz. Die Habsburger erobern nach der Belagerung Wiens die osmanisch besetzten Gebiete zurück. Im serbischen Karlowitz müssen die Türken den Status quo anerkennen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass 1683 wirklich in der historischen Situation einen Wendepunkt insofern darstellt, als die Habsburger 1683 und nach 1683 zu einer Offensive übergegangen sind, die dazu führten, dass nach fast 200 Jahren der Defensive man Ungarn erobert hat und weit in den Balkan vorgedrungen ist und damit das Osmanische Reich zurückgedrängt wurde, ein Prozess, der dann im 19. und 20. Jahrhundert mit der endgültigen Zurückdrängung der Türkei geendet hat. In der Kaisergruft in Wien, der Grablege der Habsburger, ist auch Leopold I. bestattet. Er ist der Nutznießer des alliierten Sieges. Habsburg wird nach der Schlacht am Kahlen Berg zu einer der größten Landmächte Europas. Österreich zur Doppelmonarchie und zu einem Vielvölkerstaat bis 1918. Ironie der Geschichte, über religiöse Gräben hinweg kommen sich zwei Kulturen näher, die sich zuvor erbittert bekämpft hatten. Nach dem Sieg über die Türken wird Wien Mittler zwischen muslimischem Orient und christlichem Abendland. Und am Ende wussten die Wiener sogar Nutzen aus der alten Feindschaft zu ziehen. Übrigens, es war mein Freund Kolschitzki, Kundschafter wie ich, der in Wien das erste Kaffeehaus aufmachte. Er hatte im Lager der Türken Säcke voll seltsamer Bohnen erbeutet, aus denen er türkischen Mokka brühte. Ein Kaffee. Sie werden von der Qualität überrascht sein. Und dann war da noch ein Bäcker. Als Erinnerung an den Sieg über die Türken machte er unsere Kipferln zu türkischen Halbmonden. Ich glaube, im Königreich Ludwigs des 14., der die Sache der Christen so schmählich im Stich ließ, nennen sie unsere Erfindung jetzt Croissant. Und da der Lohn noch ausstand, erinnerte ich den allergnädigsten Kaiser an meine Kundschafterdienste bei der Befreiung Wiens. Eure Majestät, ich war der Einzige, der sich getraute, Briefe durch das grausame feindliche Lager der Türken zu bringen. Ohne das Durchhaltevermögen des Stadtkommandanten, des Grafen von Starhemberg, wäre Wien gefallen. Kara Mustafa wird zum Tode verurteilt. Legt mir die Schlinge auch richtig an, sollen seine letzten Worte gewesen sein. Karl von Lothringen, der geniale Feldherr des Kaisers, trat für die Rettung Wiens klaglos ins zweite Glied. Ehre und Ruhm, Befreier Wiens zu sein, musste er dem polnischen König Jan Sobieski überlassen.